Ja, sofort auf, Fellknäuel. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Wir müssen jetzt beide auf unterschiedlichen Wegen weitergehen. Jetzt lass mich endlich allein, du dickköpfige Fellmasse. Er hat recht, Darling. Dein Weg führt dich auf diese Arche. Du schon wieder? Endlich. Endlich hat sich der Pfad in den Himmel geöffnet. Wie fantastisch. Wie lange habe ich diesen Moment herbeigesehnt? 200 Jahre? Nein, es muss viel länger sein. Pa, wovon sprichst du denn jetzt schon wieder? Du Spinner. Ein Pfad in den Himmel? Auf diesem unheimlichen Schrotthaufen? Was für ein passender Abgang. Für einen möchte gern Propheten wie dich. Ich habe keine Idee, was ihr vorhabt. Und ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Ich bin nicht mehr ein Teil dieser Geschichte. Also werde ich euch verlassen. Noch viel Spaß, ihr beiden. Wir haben wohl Angst vor der legendären Arche, was? Was hast du da gesagt? Nun, wenn du gehen musst, dann geh. Und außerdem, nur diejenigen, die der Reise in den Himmel würdig sind, dürfen die sagenhafte Arche der Yamato betreten. Du hattest noch nie ein Ticket und du wirst auch nie eins haben. Was, du närrischer, unfähiger, mächtiger Prophet, du versuchst mich reinzulegen, damit ich an Bord dieses dummen Schiffs gehe. Auf so etwas falle ich nicht rein. Ich bin doch kein Narr. Also wirklich. Warte einen Moment. Ich weiß. Vielleicht sollte ich einfach kurz auf dein kleines Schiff hüpfen. Genau, und dann werde ich das Schiff in Stücke zerfetzen. Als kleines Abschiedsgeschenk für dich. Hehe, gib mir nicht die Schuld. Ich habe es dir doch gesagt, nur diejenigen, die der Reise in den Himmel würdig sind, können die Arche betreten. Ah, das muss ich dir ja nicht sagen, mein kleiner springender Freund. Du weißt doch ganz genau, warum du diese Arche nicht betreten kannst. Habe ich nicht recht, kleiner göttlicher Gesandter? Nun, es ist an der Zeit. Ah. Mein kleiner Freund, ich habe eine weitere Prophezeiung für dich. Hör mir gut zu, denn diese wird sich für dich als sehr nützlich erweisen. Für einen Tango werden immer zwei benötigt. Was? Das Band des Pinsels wird vermitteln. Ich dachte mir, ich sollte dir die lange Version geben, da es meine letzte Prophezeiung ist. Ganz gut gelungen, findest du nicht auch? Diejenigen, die ihr eigenes Schicksal nicht erfüllen wollen, können die Fähre zur göttlichen Ebene nicht betreten. Im Leben geht es immer um Entschlossenheit. Das Ergebnis ist zweitrangig. Es ist die Entschlossenheit, die den Wert deines Lebens bestimmt. Du hast ohne Zweifel eine Menge solcher Leute auf deinen Reisen getroffen. Also, mein kleiner springender Freund, ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Wollen wir dann, Darling? Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal und wir sollten es nicht warten lassen. Naja, wir können Isun eh kaum helfen. Außer wir springen da runter.
Und es geht eh die Luke zu. Arche de Yamato. Also ja, wenn ich mir das so ansehe. Hi Geist. Ach du meine Güte, ich kann es kaum glauben. Meine Augen mögen die ganze Zeit vor Finsternis umhüllt gewesen sein, aber ich erkenne eine göttliche Wesenheit, wie sie vor mir steht. Okami Amaterasu, bist nach Hause gekommen. Ich, Marco, möchte dich im Namen aller göttlichen Wesen willkommen heißen. Göttliches Wesen Marco. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sagte, du wärst nach Hause gekommen, aber das war natürlich falsch. Hier sind wir im Inneren dieser verfluchten Arche, die vom Himmel fiel. Es ist nicht wie unsere wunderbare Heimat, die göttliche Ebene. Leider verbleibt nur mein Geist in dieser Welt. Er ist hier schon seit langer Zeit gefangen. Vielleicht war es mein Schicksal, Okami Amaterasu. Ich würde dir sehr dankbar sein, wenn du uns ein kleines Geschenk gewähren könntest. Nicht für mich, sondern für alle, die der Tod hier erheilt hat. Als Gegenleistung werde ich dir geben, was ich kann. Ich bin sicher, das würde die Moral von allen verbessern. Spende geben? Ja. Was willst du geben? Geben wir mal Geld. Ah, hier können wir jetzt die letzte Sache kaufen. Und Goldstaub. Futter können wir natürlich nichts mehr kaufen. Was hast du für Dämonenzähne zu bieten? Okami, ich würde dir sehr dankbar sein, wenn du unser Testgeschenk erwähnen könntest. Ja. Spende geben. Okay, für Dämonen kriegen wir die Wassersteintafel. Damit könnten wir auf Wasser laufen, was wir im Augenblick ja nicht mehr bräuchten. Und ja, Goldtintenfass. Erhöht die Tintenregenerierung. Das hätte ich gerne. Dann kann ich das auch gleich ausrüsten. Da ich nämlich die Tafel gerade nicht mehr brauche. Wird jetzt meine Tinte schneller regeneriert. So, hier speichere ich jetzt nicht über den Kamui-Spielstand hier, sondern über den darunter. So, und wenn ich mir das so ansehe, muss ich wohl jeden Boss noch einmal antreten, gegen den wir angetreten sind. Vom Pesthauch, Orochi, die Spinnendämonen, Rothelm, und Fuchs. Ja, wir können nach jedem Boss speichern. Oder so ähnlich. Was wir aber auch noch machen können, ist noch ein bisschen unsere Energie steigern. Es fehlen uns jetzt noch 5. Die kriege ich leider jetzt nur nicht mehr zusammen. Ach du meine Güte, wenn ich mich nicht irre, bist du aus unserem Zuhause der göttlichen Ebene. Du bist es, Okami Amaterasu. Wer hätte gedacht, dass wir uns nach all dieser Zeit wieder treffen würden? Meine ganze Warterei unter dem dunklen kalten Eis hat sich ausgezahlt. Wir Göttlichen mögen unsere physische Form verloren haben, aber unsere Seelen leben weiter und werden für alle Ewigkeit mit dir sein. Göttliches Wesen Hakuba. Unsere Herzen waren gebrochen nach der Schlacht auf der göttlichen Ebene, als du mit diesem Monster auf diese Welt gefallen bist. Wir schafften es zu entkommen, bevor es passierte, aber wir wussten nur wenig über die Tragödie, die uns heimsuchen sollte. Nachdem wir vor der Schlacht davonrannten, gingen wir an Bord der Arche der Yamato in der Hoffnung zu entkommen. Aber kurz nachdem wir die Siegel gehisst hatten, erschienen zahllose Monster aus den Tiefen der Arche. Ohne Fruchtmöglichkeit wurden wir alle von den Monstern vernichtet.
Diese Arche, die von der Mondkultur gebaut wurde, stellte sich als Frachtschiff zum Transport von Tausenden von Monstern heraus. Nicht lange nachdem die Segel gehisst waren, verlor die Arche das Ruder und stürzte auf diese Welt ab. Die göttlichen Wesen an Bord, jeder einzelne von uns, wurde niedergemacht. Ich weiß nicht, wieso der Mondstamm sein Ding gebaut hat, aber als die Arche auf die Welt stürzte und diese Tragödie verursachte, nun, das war mehr als nur eine Katastrophe. Okami Amaterasu, es scheint, dass die Arche wieder begonnen hat, sich zu bewegen. Aber dieser Ort ist wie ein Nest der finsteren Wesen. Bitte pass auf, dass du nicht vor der Finsternis verschluckt wirst. Ah, selbst als ein Geist geht der Albtraum weiter. Nachdem wir vor der Schlacht davon rannten, gingen wir an Bord der Arche der Yamato in der Hoffnung zu entkommen. Als wir die Segel gehisst hatten, erschienen zahllose Monster aus dem Tief der Arche. Ohne Fluchtmöglichkeit wurden wir alle von den Monstern vernichtet. Diese Arche, die von der Mondkultur gebaut wurde, stellte sich als Frachtschiff zum Transport von Tausenden von Monstern heraus. Ja, ja. Das kennen wir jetzt alles. Jo, ich nehme mal an, wenn ich hier reingehe, komme ich in eine Kampfzone mit dem Boss nochmal. Muss ihn halt nochmal besiegen, weil es ja immer hieß, dass die schwarzen Seelen zurückgekehrt sind. Ja. So, verkloppen wir die mal. Die Stabfüchse hier. Wow. So, jetzt blitzt sie wieder. So, die zwei sind weg. Der da ist ein bisschen angedatscht. Ja, jetzt ist nur noch sie übrig. Sie tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Das war die erste. Es gibt ordentlich was an Kohle.
So, dann gucken wir mal, ob wir hier den Rügen vielleicht noch was finden. Ein bisschen Heilung oder so. Tinte ist auch nicht schlecht. Wobei wir gerade voll sind, was Tinte angeht. Nur Lebensenergie könnten wir gebrauchen. Nö. Okamea Amaterasu, scheint, als ob ein finsteres Wesen verschwunden sei. Wenn doch nur die böse Kraft aus unserer Mitte verschwinden würde, dann bin ich mir sicher, würde die Arche wieder zur göttlichen Ebene zurückkehren. Ah, ich war bereit für die Unsterblichkeit, aber jetzt scheint es, als sei die Zeit für meine Seele gekommen zu gehen. Es hat meinem Herzen Freude gemacht, dass ich dich getroffen habe, wovor ich gehe. Ich hoffe, dass du zur göttlichen Ebene zurückkehren kannst, Amaterasu. Dass du das Licht wieder in diese Welt bringst. So, hat sich was geändert. Außer, dass jetzt alles blau ist. Ja, es ist blau. Okay. Das bedeutet, was blau ist, haben wir abgeschlossen. Und ja, stimmt. Wir können uns jederzeit hier heilen. So, dann nehmen wir als nächstes Rothelm. Da der netterweise hier gerade so steht. Rothelm war etwas schwieriger. Den habe ich nämlich nie wirklich geblickt. Ja, Rothelm rennt in der Gegend rum. Oh, und das war Rothelm schon. Okay, Rothelm war nicht wirklich sonderlich stark. So, jetzt kann ich das Gebiet auch verlassen. Jetzt müsste Rothelm auch blau sein. Ja. Ja gut, das nächste ist Riesenspinne und dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes dann Pesthauch, bevor wir uns Orochi führt. Den Schluss aufheben. Weil das letzte, das da ist, auf jeden Fall Orochi mit seinen 8 Köpfen. Du bist es, Okamea Amaterasu. Ich hatte mich schon gewundert, als die Arche aufging, anfing sich zu bewegen. Seht und staunt, es ist der Wächter unserer Heimat der göttlichen Ebene.